Ja, und damit Hallöle und herzlich willkommen zurück zur 16. Folge von Let's Play Land of Wales. Wir haben aufgehört mit diesem Haus, allerdings nehme ich die Folgen jetzt gerade am Stück auf und deswegen konnte ich noch keinerlei Kommentare lesen, falls überhaupt welche geschrieben wurden, was dieses Haus sein könnte. Aber ich finde, es ist ganz schön geworden mit dem Schwarzeichenholz und dem Schwarz, was ist Schwarzeiche? Ja, Schwarzeiche und dem Eichenholz dazwischen. Und jetzt machen wir mal weiter mit irgendwas anderem. Was können wir denn jetzt noch bauen? Haben wir hier dieses kleine Hütchen. Und als nächstes bauen wir was? Ein Schild, wo drauf steht, dass dieser Bahnhof hier, dieser Lokschuppen öffentlich ist. Das ist auch noch eine gute Idee. Da, hier. Damit auch jeder weiß, öffentlicher Lokschuppen. So, öffentlicher Lokschuppen. Und das natürlich zweimal und L, öffentlicher Lokschuppen. So, dann weiß, hö, nicht da. Öffentlich wird groß geschrieben. So, dann haben wir das jetzt auch. Was? Öffentlicher Okay-Schuppen. Öffentlicher Okay-Schuppen. So, wie viele Versuche brauche ich noch? So, öffentlicher Lokschuppen. Ja, jetzt ist richtig. Mann, ey, so viele Versuche, um ein Schild zu schreiben. Das kann ja gar nicht wahr sein. So. Ich weiß auch hier, dass das ja ein öffentliches Dingen ist. Vielleicht bauen wir noch deine Lampe hinauf. So, ein, zwei, zack, zack. Jetzt leuchten die immer am Tag. Und dann weiß jeder am Tag, dass da ein öffentlicher Lokschuppen ist. Bringt zwar nicht allzu viel, aber immerhin. Auch ein Schornsteinhirn habe ich auch schon lange nicht mehr. Könnte ich ja auch noch mal hier einbauen. Ist das auch ein ordentlich benutztes Haus hier? Ich richte es mal noch nicht ein, weil ich ja noch nicht weiß, was es wird. Aber irgendwas wird sich da schon finden lassen, schätze ich. So, machen wir noch eine kleine optische Verbesserung an dem Haus hier von innen. Gehört ja auch dazu. Obwohl, nee, ist da immer dieser schwarze. Da kommt keine. Ich habe auch mein Internetproblem für jetzt gerade mal gefixt. Weil in der letzten Folge hatte ich ja immer so blöde Internetruckler, aber ich weiß, wie man das fixen kann, nur es ging halt nicht in der Folge. Also habe ich es dann außerhalb der Folge gemacht, aber ist glaube ich auch verständlich. So, jetzt ist das Haus da fertig. Was können wir denn jetzt noch bauen? Ich würde sagen, wir bauen noch etwas. Wie sieht's eigentlich in dem Admin-Dorf hier aus? Hat sich hier noch irgendwas getan? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, hat sich nichts getan. Ja. Bin ich schon wieder out of information, out of Lust. Nein, nicht Lust. Lust habe ich. Out of. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Out of Ideen. Out of Ideas. Und deswegen teleportiere ich mich jetzt mal zum Spawn und gucke, ob es da vielleicht irgendwas zu machen gibt. Es muss doch irgendwo was zu machen geben. Hier wäre einmal Donation, bla bla. Ja, Eventplatz. Event. Event. Stimmt. Man könnte nochmal irgendwelche Events machen. Gab es schon lange nicht mehr. Hier sind bestimmt auch schon.
Ah, nee. Sind sie tatsächlich nicht? Technik hier unten überhaupt noch an? Sieht irgendwie nicht mehr allzu an aus. Ach, nicht LB-Tool. Grundgestein. Nee, sieht irgendwie ein bisschen. Sieht ziemlich inaktiv aus, sage ich so. Aber ich meine, wozu soll das Ding hier auch noch genutzt werden im Moment? Ich glaube, wir müssen sowieso mal wieder aktiver hier auf dem Server werden und wieder irgendwas Tolles planen, irgendwas Tolles hinzufügen. Warten ja noch alle gespannt auf das nächste Traincraft-Update 006. Da kommen neue Züge hinzu. Freut euch schon mal da drauf und ich hoffe, es sind auch deutliche Bugs gefixt. Wie zum Beispiel der Ender-Train-Workbench-Bug. Weswegen wir leider nur noch eine einzige Werkbank in dem ganzen Spiel haben dürfen. Also in der ganzen Serverwelt. Weil man sich als Spieler sonst alles verdoppeln kann. Was ziemlich scheiße aus Serverleiter-Sicht ist. Und deswegen mussten wir das so lösen. Fragen ja immer noch viele Spieler, warum ist das so? Aber die Antwort ist ganz einfach. Wir wollen kein unnötiges Selbstbetrügen. Falls man es jetzt verstanden hat, weil man sich ja selbst betrügt, wenn man sich selbst daraus Sachen cheatet dann. Und genau das wollen wir verhindern, dass man nicht immer so faul ist. Auch mal selbst was machen kann. Und nicht sich einfach einen zweiten Spielkameraden besorgt, dem du dann sagst, ja, wir craften jetzt im gleichen Moment und verdoppeln uns dann die Sachen 5000 Mal. Das bringt's nicht. Spawn Mob. Pick 50 könnte man hier noch machen. So, paar Schweine hier in der Schweinefarm. Ah, ne, da steht noch Hauptbahn bewertet. Bei you, okay. Ja, jetzt rede ich schon 10 Minuten hier rum, ohne was Großartiges gemacht zu haben. Ich muss jetzt auch mal hier irgendwas machen. Ich habe eine Lok, mit der bin ich schon so lange nicht mehr gefahren. Santa Fe. Muss ich jetzt auch noch mal unbedingt fahren. Fahre ich eben noch mal hier ein bisschen mit dem Zug. So, State Cold. Müssen wir eben warten, bis die warm geworden ist. Und dann können wir abfahren. In der Zeit kann mir Wagen dranhängen. Warum immer ohne Wagen fahren? Ich würde sagen, das wird ein Frachtzug. Ein schöner, kleiner Frachtzug, währenddessen die Lok warm wird. Attached. Ne, hier ist nichts attached. Ah, Mann. Nein, 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 nein. Jetzt ist quasi schon zu spät. Traincraft, Mann. Aber ihr habt das doch bestimmt sehr gut beobachten können, wie die Waggons losgerollt sind und sich auf 5000 km/h beschleunigt haben. Und dann weg waren. Na gut, dann wird das jetzt ein ziemlich kleiner Zug mit einem Wagen, aber ich will losfahren. So, was ist denn? Och man, Traincraft. Es ist. Du kannst nichts mehr normal machen. Die Lok hat sich jetzt einfach umgedreht und du, ja. Gut, wir fahren jetzt mit einer Lok, die falsch rum ist. Ey, das ist so bescheuert.
Aber wir müssen noch aushalten bis zum nächsten Traincraft-Update. Dann haben sie es ja hoffentlich. Ach, ich dachte, hier wäre. Oh, das war das Gleis daneben. Dann haben sie es hoffentlich mal geschafft. Fixen. Aber ich glaube es ja ehrlicherweise leider nicht, dass sie das mal irgendwie schaffen würden. Ich kenne die Traincraft-Entwickler, also nicht persönlich, aber halt aus dem Discord immer und durch die anderen Updates. Wir sind ja schon seit der 1.6.4 dabei mit dem Server. Aber da wurde er ja auch noch durch andere Leute programmiert. Was zum. Was zum. Was. 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 Was? Ah ja, Ah, cool. Ja, wusste ich auch noch nicht. Seht ihr das, wie dieser Zug durch die Weiche fährt? Aha, oh. Das sieht schön aus. Ich entdecke hier ganz viele Traincraft-Bugs, die ich vorher auch noch nie gesehen habe. Mal gucken, ob das jetzt genauso in der Kurve hier ist. Ja, oh. Oh, schön. Schön. Oh, wie toll das aussieht. Ich glaube, dieses Video muss ich den Traincraft-Entwicklern schicken. Kann ja nicht deren Ernst sein hier. Was geht denn hier ab? Ja, oh. Guck mal, was ich kann. Bin Premium Ultra. Ja, und die Lok ist immer noch voll funktionsfähig hier. Bremsen, beschleunigen. Aber. Ihr seht hier mal wieder den schönen Beweis. Das ist Traincraft 2017. Aber ich hoffe es, dass sie es in den Updates gefixt bekommen. Ah, ja. Lol. Da habe ich mal eben den Blizzard-Crafter umgefahren. Aber wie schön ich auch Zug fahre hier, das ist so realistisch. So toll diese Lok einfach, das sieht so. Aber was rede ich da überhaupt? Ich meine, es ist nur Traincraft. Rennt mir jetzt der Simsum. Sie was? Simsamsum hinterher und der Blizzard Crafter. So, dann schreibe ich jetzt mal Traincraft halt. Ja. Aber so fährt man modernen Zug. Nein, also, wenn man das mal mit der Wirklichkeit vergleicht. Jeder Mensch in der Wirklichkeit fährt auch so. Zum Beispiel, wenn ihr an den Bahnhof geht und auf euren Zug wartet, der kommt auch seitlich in den Bahnhof gefahren. Ist euch das noch nie aufgefallen? Wie der dann so schön seitlich da reinprescht in euren Bahnhof und den Bahnhof zerschmettert. Nur, dass das in Minecraft ja leider nicht geht. Ja, das hier wird eher eine Talking-Folge. Ich habe eigentlich nichts geschafft und ich habe ein paar Bugs gefunden. Das sieht sehr schön aus. Und ich habe so selten irgendwelche Ideen, was ich machen könnte. Oh, oh, warte, ich habe noch eine Idee, was ich machen könnte. Pingu-Bahn. Der liebe Brown Pingu wollte, dass ich seine Pingu-Bahn mal vorstelle. Könnt ihr übrigens auch einfach sagen. Ja, zeig doch mal dies und das, zeig doch mal jenes, bla bla. Und der Pingu, Brown Pingu, wollte, dass ich seine Pingu-Bahn zeige. Der Firmensitz befindet sich, glaube ich. Was ist das denn hier eigentlich? Hier in Missen von Brown Pingu, okay. Ja, hier ist die Pingu-Bahn. Hier sehen wir Pingu-Bahn PB.
Hier befindet sich also die Pingobahn. Hier wird anscheinend noch was gebaut. Hier sind ein paar Absteiggleise für die Pingobahn. Und hier ist der Pingobahn-Pinguan. Pingobahn-Sitz von der Pingobahn, ne? Aber vielleicht soll ich nicht die Privatkisten zeigen. Ja, das hier ist die Pingobahn. Ich weiß zwar nicht so ganz, was sie macht, aber das ist die Pingobahn. Ich wollte, dass ich sie mal zeige. Jetzt habe ich sie gezeigt. Ja, schön. Was steht hier auf dem Schild? Willkommen in Dielmissen. Okay. Ah, hier ist mein Wagen, der vorhin weggeflogen ist. Minecraft. Bitte fixe diese Scheiße. Es ist nicht angenehm, so zu spielen, glaub mir. Hier ist auch eine Strecke. Zumindest angefangen. Schnellstrecke in Planung von Schwarzgeld. Ah. Speed 5. Mal gucken. Wohin geht denn diese Schnellstrecke? Ja, lange Strecke bis jetzt. Hier ist sie schon wieder nur ein breit. Wie hat denn der das gemacht? So, die müsste ja aber eigentlich zwei breit sein. Zwischen den Schienen jeweils. Aber was soll's? Aber wo geht denn die Strecke eigentlich hin? Die geht ziemlich tief in die Erde irgendwie. Hier ist es dunkel. So, hier rechts geht's dann einmal nach. Das ist eine ganz schön lange Strecke, die hier in Planung ist. Ach, und hier ist dann der Highspeed-Tunnel von, ah ja, Richtung Emeraldhausen. Nee, Emerald City, nicht Emeraldhausen. So, und die Strecke, die geradeaus weiterging, geht wo lang? Wohin? Diese Strecke führt. Was steht hier? Was steht hier? Isem Tunnel Cookie Bilder. Außerdem entsteht in der Nähe demnächst eine Bahnstrecke. Vertiefern der Besitzer des Hauses über de. Ach, über diesen Tunnel. Ich bitte den Erbauer dieser. Tunnels in Rück zu bauen oder zu ver Warum zu vertiefen? Ah ja, okay. BSBF. Schönes Logo. Schöner Brunnen. Schönes Haus. Ist generell sehr schön hier. Cookie-Bilder kann gut bauen. Das muss man immer bestätigen. Das ist wirklich schön hier. Museum. Hier hat er ein kleines Museum gebaut. Schön. Wirklich schön. Muss dazu sagen, alles im Survival. Hier ist nichts im Creative Café. Ich glaube, das hier wird Hotel oder sowas. Irgendwann, wenn es fertig ist. Doch ein bisschen hoch. Wow, ist das hoch. Zeppelin, ja. Das ist heftig geil. Was haben wir denn hier? Schön, wirklich. Das ist richtig schön gemacht. Der Kronleuchter da vorne. Ja, den muss man immer wieder loben. So, wir nehmen jetzt schon 19 Minuten auf und haben nichts geschafft, bis auf ein bisschen Zug zu fahren und eine Strecke abzufliegen. Und deswegen sage ich mal, das war eine relativ langweilige Folge, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen, derjenige, der bis zum Ende zugeguckt hat. Ja, schaut bei der nächsten Folge wieder dabei, seid bei der nächsten Folge wieder dabei und damit bis zu, bis, ja, toll Gehirn. Bis auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.